Viel Vergnügen beim mittelalterlichen Ostermarkt in Wismar wünscht Ihnen Ket Maris ab Albis. Hallo und herzlich willkommen. Seid gegrüßt, liebe Zuschauer, zu Hause an den viereckigen Geräten. Wir sind raus aus unserem Sendegebiet und wir sind an die Ostsee gefahren, nach Wismar. Wir haben vor einiger Zeit in Hengstlage zwei ganz liebe Menschen kennengelernt, die sich hier auf dem Mittelaltermarkt in Wismar noch einmal das Eheversprechen geben wollen. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen und schauen uns das an. Unter anderem natürlich auch den Markt. Gleich gibt es diesen Umzug hier und dann geht's richtig los. Genau. Die Waffe, ja. Verlinken. Und die anderen nennen hier Verzeihung.
Weil wenn er dann zieht, schwer greift, rau und sich verteilt. Ich rufe euch, ihr Götter, ihr Sylphen, ihr Salamander, ihr Gnome und die Göttin Undine. Unser Tun steht in eurem Namen, die ihr Himmel und Erde, das Universum und das Nichts, Licht und Finsternis, Flora und Fauna geschaffen habt. Wir haben uns heute an diesem Ort versammelt, um Zeugen eines erneuten Eheversprechens von Erik und Anne zu sein. Ihr beide wurdet vor 15 Jahren nunmehr getraut und möchtet heute gerne euer Eheversprechen von damals erneuern. Liebe Anne, lieber Erik, liebe Freunde und liebe Gäste, fragt man die Minnesänger und Moritaten-Erzähler, was zu einer guten Geschichte gehört, was sie so spannend macht, was den geneigten Lauscher bei Laune hält, so wird man unterschiedliche Antworten erhalten. Die einen werden sagen, viel Liebe und Romantik muss sein. Die anderen werden sagen, viel Blut. Die nächsten behaupten, ohne Intrigen wirst du die Leute nicht bei der Stange halten. Und dann gibt es welche, die schwärmen von der Leidenschaft. Einige mutige flüstern, dass nur Frivoles und Verstohlenes das Mannsbild und die Frohe bei Laune halte, wieder welche glauben fest, dass von allem etwas darin sein muss. Wenn ihr nun beide euer Eheversprechen erneuern wollt, solltet ihr das nicht ohne innere Vorbereitung tun. Ich darf das Brautpaar bitten, sich zu erheben. Und so frage ich dich, Erik, in Gegenwart der Götter, deiner Frau, deiner Freunde und aller hier Anwesenden, bist du bereit, die neben dir stehende Frau Anne auch für dahin als deine Ehefrau zu lieben, zu achten und zu ehren, zu ihr zu stehen und ihr die Treue zu halten, in guten wie in schlechten Tagen, in Gesundheit wie in Krankheit, sie zu trösten in Zeiten der Traurigkeit, mit ihr zu lachen in Zeiten der Fröhlichkeit, bis der Tod euch trennt, so antworte: Ja, ich bin bereit, den Bund zu erneuern. Ja, ich bin bereit, den Bund zu erneuern. Und auch dich, Anne, frage ich in Gegenwart der Götter, deinem Mann, deiner Freunde und aller hier Anwesenden. Bist du bereit, den neben dir stehenden Mann Erik auch für dahin als deinen Ehegatten zu lieben, zu achten und zu ehren, zu ihm zu stehen und ihm die Treue zu halten, in guten wie in schlechten Tagen, in Gesundheit wie in Krankheit, ihn zu trösten in Zeiten der Traurigkeit, mit ihm zu lachen in Zeiten der Fröhlichkeit, bis der Tod euch trennt, so antworte: Ja, ich bin bereit, den Bund zu erneuern. Ja, ich bin bereit, den Bund zu erneuern. Da ihr beide die Bereitschaft zu eurem Bund bekräftigt habt, legt bitte eure Hände übereinander und streckt sie zu mir. So. Über euch die Sterne, unter euch die Steine. Im Osten die Luft, im Süden das Feuer. Im Westen das Wasser, im Norden die Erde. Wenn auch die Zeiten vergehen, erinnert euch an dies. Wie die Steine soll eure Liebe fortan beständig sein. Wie die Luft soll eure Liebe erfrischend und allgegenwärtig bleiben. Wie das Feuer soll eure Liebe für dahin leidenschaftlich und hell sein. Wie das Wasser soll eure Liebe lebensspendend und unendlich bleiben. Wie die Erde auch künftig eure Liebe nährend
und voller Geborgenheit. Seid euch nah, doch nicht zu nah. Erfüllt einander und seid verständnisvoll. Habt Geduld miteinander, denn Stürme werden kommen, aber auch schnell wieder vergehen. Schenkt einander Anerkennung und Wärme, liebt einander und genießt die Sinnlichkeit. Habt keine Angst und lasst nicht zu, dass andere Taten oder Worte euch erschüttern, denn die Götter sind mit euch. Die Zeremonie ist vorbei und jetzt sind wir hier bei dem Brautpaar, bei Erik und bei Anne, die uns auch eingeladen haben, hier in Wismar dabei zu sein. Warum eigentlich, Erik? Warum? Weil, als wir dich kennengelernt haben, das hatte irgendwie, dachten wir, du passt hier so richtig rein. Einmal das. Aber wir hatten doch damals gesagt, man muss verrückt sein. Ja, natürlich. Und du bist genauso verrückt wie wir. Okay. Also von daher passt das auch super. Ja. Jetzt bin ich ja als Pilger Paulus immer unterwegs. Genau. Jetzt kann ich aber als Pilger Paulus nicht immer durch die Lande ziehen. Wie geht's weiter? Ja, du bist jetzt schon sehr, sehr lange als Pilger unterwegs und hast viel gesehen. Und daher wirst du jetzt ab sofort als Seeherr, / Berater, also unterwegs sein. Dann bin ich Seeherr Paulus, genau, aus Küritz an der Knatte. Das bleibt. Das bleibt. Das bleibt. Da komme ich ja her. Ja. Küritz an der Knatte. Weißt du, wo das ist? Ja. Du weißt das? Ja. Das ist gar nicht falsch. Dann kommt unsere Drüsenmeisterin her, unsere ehemalige Nachbarin. Ja, alles Gute kommt aus Küritz an der Knatte. Ja. Fast alles. So, wie geht's jetzt weiter? Jetzt sehe ich den da mit der Axt. Also das Ding bleibt dran, ja? Keine Sorge, die Denkerbirne bleibt dran. Ja. Also zumindest nicht durch die Axt, wenn ja. Durch das Schwert. Nein, wir würden dich gerne jetzt einmal ernennen. Ja? Muss ich dafür... Nein, ich kann stehen bleiben, oder? Du kannst einfach stehen bleiben. Einfach locker. Weil wenn ich jetzt runtergehe auf die Knie, das geht. Kommt nicht mehr hoch, oder? Einfach locker. Hoch geht nicht mehr. Okay, dann gehen wir jetzt einmal nach vorne. Wir beiden. Dann einmal das Hörnchen. Dann werden wir dich jetzt mal ernennen. Moment. Möchtest du das Horn nehmen? Ja. Möchtest du das Horn nehmen? Kann man jetzt auch zweiseitig verstehen. Ja. So, dann würden wir dich jetzt einmal... Und wenn ich schon nah mit der Axt. Nein, das Schwert kommt viel näher. Als das ist ja scharf. Ja. So, also, wir würden dich gerne ernennen als Seeherr Paulus aus Küritz an der Knatte. Okay. Einmal. Danke euch, ne? Und, ja, ne? Genau. Und es gibt natürlich, wenn man jetzt als Seeherr unterwegs ist, du musst ja immer was sehen können. Ja. Und mit Med geht es immer besser. Achso, ich dachte. Aber wollte ich gerade sagen. Ja, aber das darfst du natürlich sehr gerne behalten. Das ist ab sofort deins. Gut, und wir schauen uns hier auf dem Platz in Wismar weiter um. Jetzt haben wir hier die Reiterstaffel der Polizei Wismar, richtig? So sieht's aus. Wer bist du? Ich bin die Sarah vom Pferdeshow-Team Lola de Luna. Und die anderen beiden Mädels sind die? Das sind meine beiden Schwestern, meine beiden Mitreiterinnen, Emma und Ida-Lisa. Schwestern? Ja, wir sind ein Dreierteam, Dreier-Schwestern-Team, ist auch sehr selten. Genau. Und also familiär. Genau, wir sind richtig, alles drei Schwestern. Aber da hat der Papa und die Mama aber was richtig Gutes hingekriegt. Vielen, vielen Dank. Und was macht ihr mit den Ponys, sind es ja, ne? Naja, es sind kleinere Großpferde. Die großen Pferde, da kann ich ja nicht mehr drüber gucken. Und genau, wir haben eine Stuntreitshow und heute Abend eine große Feuershow mit ganz viel Pyro, Feuer, Fontänen, alles mit allem drum und dran. Mit Pferden. Und die Hissis?
Angst. Die gehen da voll durch und machen da voll mit. Ehrlich? Ja. Was sagst du denn dazu? Hallo? Was sagst du dazu? Nicht jetzt, nicht viel. Also wir werden uns das auf jeden Fall nachher nochmal angucken, was ihr da so leistet. Und dann sehen wir weiter. Dankeschön. Das hier ist der Pastor hier vom Ort, richtig? Der Pastor? Ja, du hast doch vorhin die Hochzeit gemacht. Nein, ich bin Herold. Und als Herold seiner Majestät darf ich natürlich dann auch Amtshandlungen durchführen. Aber normal heute nicht mehr. Nee, heute macht das entweder tatsächlich der Pfarrer, wobei wir sind ja, eine Eheschließung ist ja heutzutage ein sogenannter Verwaltungsakt. Ja, ja, ja. Das darf ja nur ein Standesamt machen, auch nur in bestimmten Bereichen. Und als Herold bist du ja auch so im Amt und Würden, ne? In Amt und Würden, genau. Ja. Das ist so meine Aufgabe hier, ja. Und was hast du gesagt, beim Herzog? Ist der Herzog hier oder bist du jetzt hier auf diesem Gelände Ranghöchster? Ich bin, wenn man so will, als Herold hier gerade der Ranghöchste, ja. Darf ich denn so einfach mit dir reden? Selbstverständlich. Ja, ich bin ja nur Seher. Ich bin Seher Pilger. Ich bin Seher Paulus Pinkpussy. Ja, wer so eine Eistüte in der Hand hat, der darf das. Nein, er meint immer, weil er so. Ach so, nein, alles gut, darfst du schon, ja. Ja, ja, gut. Was passiert heute noch hier? Oh, wir haben noch eine ganze Menge hier. Wir haben heute Abend noch eine schöne Feuershow. Ja. Eine schöne Feuershow. Hoch zu Ross. Lasst euch das nicht entgehen. Ich hoffe, das seht ihr alle noch. Ansonsten morgen das Gleiche nochmal. Weißt du, wo wir morgen sind? Nein, keine Ahnung. Des Weges. In Las Vegas, da würde ich auch noch mal gerne auch, hin. Ja. Auch. Ja? Nein, aber schöne Feuershow findet heute Abend noch statt. Und wir haben morgen wieder ein reichhaltiges Programm. Kommt unbedingt vorbei. Wer das versäumt, ist selber schuld. Also, genau. Ja, der, weiß ich nicht, der hat die Oma auch nicht lieb oder genau. So. Ich weiß es nicht. Und der Harald, ne? Herold. Harald ist egal. Heutzutage, Harald, der klaut doch der Oma einen Groschen aus dem Portemonnaie. Na, das machen die Beutelschneider. Beutelschneider? Beutelschneider, ja. Kenne ich nicht. Alte Bezeichnung egal. Für Diebe. Hast du heute schon was gegessen? Ich habe sogar schon was gegessen, ja. Ja, aber du hast schon wieder Hunger. Na, komm, wir gehen was essen. Genau, komm. Wir gehen was essen. Komm, so. Neben mir steht jetzt Adremir und Adremir ist Koch. Genau, der Koch aus Valhall, der Name kommt aus der nordischen Mythologie. Wieso bist du so dreckig? Die Übersetzung von Adremir heißt der Rusige oder das Rußgesicht. Da die Küche ein schwarzruser Ort war, wenn man keine Lüftung... Schwarzruser Ort. Echt? Ja, man hatte ja keine Lüftung. Man hat über dem Feuer gekocht, also was passiert, es entsteht ja eine Rußentwicklung, ist man quasi schwarz rausgekommen. Ich glaube, wir sind ja gerade bei der Hobbitek. Was ist das denn hier? Der gerupfte Wikinger verkochte Schweinefleisch im Honigwein. Der gerupfte Wikinger? Genau. Also wir haben heute eine Wikinger-Hochzeit beigewohnt. Wenn die rotzig werden, kommen die da rein? Nee, das Ding ist, wenn man natürlich die Nächte übersauft, dann siehst du natürlich nicht mehr geleckt und geschleckt aus, sondern wie gerupft. Also, da das Fleisch im Met kocht und na, es zerfällt ja von alleine. Ich sag auch liebevoll, sieht aus wie Mobbelkotze. Ich wollte sagen, das sieht aus wie schon mal gegessen. Ja, Mobbelkotze. Ne? Man weiß ja, Mobbelkotze muss ja bekanntlicherweise gut schmecken. Ja, was machst du da? Pfannenbrot, das kommt. Was für Gesundheit? Was machst du da? Pfannenbrot. Pfannenbrot. Wenn du mit meinem Schwäbisch nicht klarkommst, dann musst du mal Bescheid sagen. Ich kann auch Schweizerdeutsch sagen. Einfach bimpf nochmal. Ist das denn so, dass die Schwaben so geizig sind? Was kostet denn hier so eine Portion? 9 Euro. Ja, das stimmt. Also die Schwaben sind... Das hat nichts mit Geiz zu tun. Wir haben hier... Du brauchst dich jetzt nicht rechtfertigen. Nein, wir haben hier tatsächlich ein reines Handwerk. Ich habe keine Fertigprodukte. Ich stehe hier in der Küche zum Teil 13 Stunden. Ja. Noch um 3 Uhr morgens, um den nächsten Kessel zu machen. Der Teig wird mit der Hand geknetet. Man sieht ja auch hier, handgehobelt. Deine Frau wird auch mit der Hand geknetet? Nein, das ist nicht meine Frau, das ist... Nein, habe ich ja nicht gesagt. Nee. Ja, man muss ja immer aufpassen, ne? Man kennt euch Spieße, ne? Ah, und was machst du hier? Ach, die Pfannkuchen. Pfannenbrot. Ja, ist ja das Gleiche. Nein, ist es nicht. Nein? Nein. Was ist denn dann der Unterschied zwischen Pfannkuchen und Pfannenbrot? Pfannkuchen, Flätle, ist mit Milch, Mehl oder Wasser, Ei. Wir haben hier einen Pizzateig. Auch handwerklich selbst gebaut. Ja, der wird selber geknetet. Ja. Hefe? Hefe, Kräuter, die durch ein bisschen Öl durchwandern, wird das Brot aromatisiert. Das sieht sehr gut aus. Ja. Guck mal, kriegst du was für einen Schnabel? Hallo!
Das ist immer das Gleiche. Da hat man hier die schönsten Würstchen, die leckersten Speisen. Was kriege ich? Pfannkuchen. Schwäbische. Trockenes Brot. Trockenes Brot. Also, das kann man alle nicht machen. Das hier ist Mr. Kerosin. Der sabbelt auch so wie Mr. Kerosin. Aber was machst du, wenn der Sprit alle geht? Bei mir geht der Sprit nicht alle. Also, mein Name ist Mr. Kerosin und ich bin Magikus und Feuerspeier. Ja. Und durch Corona-Zeiten an Holzbrettchen gekommen. So, was ist jetzt mit Magier? Was kannst du Magisches mir zeigen? Jetzt so Standpenis. Jetzt aus dem Nichts kann ich schlechte Luft machen. Oder, warte, hier, ich habe natürlich... Schlechte Luft machen. Ich habe ja mal was vorbereitet. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Und warum ihr nichts seht, seht ihr jetzt. Ich nehme hier ein unsichtbares Loch aus der Luft. Ja. Da stecken wir das Tuch in das unsichtbare Loch. Ich bleib mal direkt hier über dem Tisch, damit du siehst, ich kann nichts wegwerfen. Das Wichtige ist, du musst daran glauben. Wenn noch ein Zipfel rausguckt, machst du zwei Dinge. Eine magische Bewegung und dann siehst du so gut aus wie ich. Das reicht. Und wenn du dann daran glaubst, ja, da guckst du da hin. Wenn du dann daran glaubst, mein Kind der Sonne, hier, du musst bei mir schauen, ich betrüge sonst, dann ist weg. Hä? Ja, siehst du? Und weil man Warum ja nicht verarschst du mich lassen hier? Kann, meine Freunde der gehobenen Zauberkunst, habe ich das in diesem unsichtbaren Loch. Und wenn man da wieder reingreift und dran glaubt, dann ist auch das Tuch wieder da. Sag mal, was für Tabletten nimmst du? Ja, nix. Ich bin naturstoned. Sag mal, das war jetzt nicht dein Ernst. Doch. Also du hast mir doch beide Hände gezeigt. Kann ich auch buchen. www.mr-kerosin.de. Gibt es auch einen YouTube-Kanal, da würde ich gucken. Ja. Und Facebook. Alles. Und Instagram. Alles. Und TikTok. TikTok. Und was immer ihr braucht. Tante Emma.de auch noch. Ja. Sag mal, ist das jetzt wahr? Du bist zu den Brettchen gekommen durch Corona? Ja, ich hatte keine Auftritte mehr. Corona war ja gerade für so Kleinkünstler wie mich, so Feuerspucker, Zauberer, da war einfach nichts mehr. Im Sommer ein paar Auftritte, aber die Winter waren dicht. Und so Kleinkünstler haben auch keine Beihilfen groß gekriegt. Ne? Das war einfach ein Problem. Und dann hat mir ein Freund einen Laser geschenkt, damit ich endlich was mache. Weil ich habe 6 Kilo im ersten Lockdown zugenommen, weil ich nur rumgegammelt habe. Und dann sieht man. Ja, jetzt nicht mehr, es ist ja wieder weg. Naja, Lockdown ist ja vorbei. Dann habe ich angefangen, so ein paar Sachen zu machen, zu überlegen, was kann ich tun. Und habe dann gemerkt, das ist machen nicht so viele Leute, also diese Geschichte. Habe das gemacht und habe dann gemerkt, passt gut auf den Mittelaltermarkt. Und jetzt mache ich beides. Ja. Jetzt habe ich den Mittelaltermarkt, Zaubern, Feuer und... Wie funktioniert das denn mit dem Feuer, mit den Fusseln dann? Gut. Ich habe diese wunderschöne Bartperle, das ist dieses glänzende Ding, weil das Gewicht hält mein Bart unten beim Feuerspucken. Ja, aber der Bart, habe ich heute Mittag gesehen, der war hier an der Seite, der war viel, viel größer, ne? Der redet Quark, das Feuer ist von mir weg, nicht an mir ran. Machst du denn heute noch was mit Feuer? Um 19.30 Uhr spiele ich die Feuershow hier in... Können wir dann auch um 19:30 machen? Ich könnte auch um 19:30 im Abends wäre gut, da ist dunkel, 19:30 morgens ist schon so hell. Sehen wir dann. Das war mir ein inneres Blumenpflücken, mein Freund der Sonne. Neben mir ist Jödor und Jödor ist auf dem Mittelaltermarkt Giftmischer. Ja, naja, Giftmischer nicht. Also ich mache Liköre und Miet, also leckere Getränke. Leckere Getränke, das sagst du mir. Das musst du erstmal beweisen. Wir sind hier vorhin vorbeigelaufen und da hat er uns angeschrien, ihr habt das falsche Getränk. Jetzt wollen wir natürlich von Jödor auch das richtige Getränk probieren. Ich habe damit überhaupt kein Problem, dir den Beweis anzutreten, dass ich leckere Getränke habe. Du siehst die Auswahl hier. Du darfst ja einen aussuchen. Sag mal, wart ihr immer so geizig? Ich dachte, wir fangen links an und hören rechts auf. Ja, wenn du so ein großes Standvermögen hast, ja, dass wir von links anfangen können und rechts aufhören, da weiß ich aber jetzt schon, ja, mit unserem fortgeschrittenen Alter, dass wir das haben, dass wir dann den äußersten Linken schon wieder vergessen haben, wenn wir rechts angekommen sind. Ja, und somit müssen wir wieder von rechts nach links probieren. Das heißt, du hast 3 Reihen, der Abend wird noch lustig. Gut, du sagst, ich suche mir mal einen aus. Hier haben wir Pflaume, Mango, Kiwi, Heidelbeere, was ist das, Creme Brûlée? Das ist doch... Oh, Banane, lass uns den mal probieren. Die Banane möchte ich. Also alles Banane. Alles Banane, du. Alles Banane. Was hast du denn sonst noch so an Ich habe Waldmeister auch noch. Ja gut, das kennt man noch, aber... Pina Colada.
Aber wirklich nur zum Probieren. Ja, noch ein anderes. Dann habe ich auch noch die Zwiebelkiefer. Wieso machst du nur drei? Ich habe einen Kameramann dabei. Ach, der darf auch? Der muss. Ist er schon 18? Ja, knapp. 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 Ja? Dann ist das ja in Ordnung. Ja. Hände aber wirklich nur zum Probieren, du hast so viel reingetan, so kannst du ja keinen Umsatz machen. Ne? Ja, aber ansonsten ist es ja immer in Begleitung eines Erwachsenen, dann geht das ja auch immer. Ja, du bist ja dabei, ne? Jürgen ist dabei. Das bekommt gleich mein Kameramann. Wir beide probieren jetzt erstmal. Wie haben wir früher gesagt? Skoll, Prost. Skoll. Skoll. Ist ja schließlich Nordic. Ach nee, nicht in der Nase. Es schmeckt ja nach Banane. Ja, kannst du mal sehen, du Pflaume. Was hast du denn noch für außergewöhnlich? Ich sag mal hier, sämtliche Obstsorten gibt's ja. Hast du auch Frikadelle oder Knoblauchnuss? Nee, aber ich hatte schon mal früher Basilikum und so eine Sachen, ja. So als klein Gaudi. Ja, aber das fanden die Leute nicht so lustig. Nee, nee. Es gibt ja auch Schokolade mit was weiß ich, Pepperoni oder was weiß ich. Egal, komm her. Ich fand's schon lustig, halt, allein denen ihre Gesichter zu sehen. Genau, wir trinken jetzt noch einen. Und dann. Na, welchen wollen wir denn noch mal? Nee, da, also schon leer? Papa, bist du versorgt? Der Kameramann. Der kriegt jetzt auch. Der, komm her, der kriegt auch einen. Komm. Ich bin jetzt hier in der Husumer Schmiede bei Herbert. Herbert, du bist Schmied? Ich bin Schmied, ja. Auch gelernter Schmied? Ich habe den Maschinenbaumeister gemacht 1999. Da gehörte das noch als... Anno 1990. Anno. Ja, Anno. Genau. Da gehört es zur Arbeitsprobe. Also ja. Das ging dann mit in die Meisternote mit ein. Und dann mussten wir schmieden. Und was zeigst du heute hier den Gästen? Was machst du? Ich schmiede mit Kindern. Das bedeutet... Deine Hufeisen und so? Nee, das sind ein S-Priemen, also die erste Gabel, oder ein S-Haken. Ich mache das Eisen heiß, lege das auf den Amboss. Die haben eine markierte Stelle, wo die dann draufhauen. Und dann formen die den Stahl so weit vor. Kinder, ab 6 Jahre. Erwachsene trauen sich komischerweise nicht. Nee, ich würde mir dann auch nicht zutrauen, immer die gleiche Stelle zu treffen. Ich bin froh, wenn ich den Amboss treffe. Ja, nee, das funktioniert. Aber wie gesagt, das sind ab 6 Jahre. Die sind da sehr begeistert. Dann formen die vor, ich forme nach, weil es gerade die Spitzen müssen sehr filigran ausgearbeitet werden. Natürlich, ist immer so, die Spitze. Ja, und dann im Endeffekt wird noch torniert, zum Beispiel die Gabel. Ja, torniert kenne ich auch nicht. Ist drehen. Also alle sagen drehen dazu, Fachsprache ist tordieren. Mhm. Und ja, dann ist der fertig. Dann 10, 15 Minuten später können Sie das Werkstück abholen, mit nach Hause nehmen und fertig. Das ist ja richtig schön. Jetzt hast du es ja hier unter deinem Baldachin nicht gerade kühl. Ja, ich habe halt den Vorteil, zu kalt gibt es bei mir nicht. Nur zu warm. Gut, ich wünsche dir noch viel Spaß und ist verrückt. Das hier ist Jenny von Talertausch. Das heißt, hier tauschen die Taler den Besitzer. Richtig, Jenny? Genau, ja. Von meinem Potjuche in deins. Ja, das ist... Was bietest du hier alle an? Ich sehe jetzt hier... Holzwaren, Felle, viel Deko, dann haben wir Hornwaren, wunderschöne Kerzen. Wo kriegst denn die Hornwaren her? Rennst du über die Weiden im Sommer und säbelst den Hörnern die Hörner? Das sind Rinderhornreste, die wir verwerten, ne? Reste, ne? Genau, ja. Die machen wir. Man sagte mir gerade, du bist die Chefin, du hast also ein paar Leute. Die schickst du auf die Felder und die säbeln dann den Rindern die Hörner ab. Im Bestfall werden sie noch gegessen. Auch noch? Ja. Auch hier gibt es mittlerweile Veggie-Essen, also kriegt man ganz günstig hier. Das hier ist die Runenhexe Susi und wer sich mit ihr nicht gut versteht, hat schlechte Karten. Ist es so?
Genau, der kriegt aufs Maul. Du hast gerade erzählt, ich habe da gerade das Veggie-Essen vorgestellt und du hast gesagt, das waren die Piraten, die da hingeschissen haben. Genau, das Piratenpack. Wieso, hast du das gesehen? Natürlich. Und da hast du nichts unternommen als Hexe? Doch, ich habe gefilmt. Für TikTok. Ich habe für TikTok gefilmt im Mittelalter. Hieß das denn da auch schon TikTok oder wie hieß das damals? Tic-Tac. Tic-Tac. Sag mal, was für Tabletten nimmst du? Ja, heute noch keine, das ist das Problem. Das erklärt einiges. Eben wollte mein Kameramann sich hier ein Bierchen holen, weil er darf auch mal eine Pause machen. Und da hat hier der Med Paul, oder wie? Wolfsmed Jörg, Paul Günther hat gesagt, du kriegst keins. Warum? Ich habe nicht gesagt, er bekommt keins. Ich habe nur gesagt, er soll sich nicht anstellen, um eins zu bekommen. Ich habe nie gesagt, dass er keins bekommt. Er kriegt von mir eins, genau wie sein Mikrohalter. Ehrlich? Natürlich, so einer bin ich. So geht das, wenn die Kamera an ist. Das wäre vorher. Normal, genau so war es gemeint. Das ist fein. Ich weiß, danke schön. Darum komme ich auch aus Kiel. Neben mir ist Paul und Panzer, nein, Paul und Bernds. Und ihr habt euch ja richtig ins Zeug gelegt und die Gewandungen richtig traditionell angezogen. Ja, sind nicht viele Beispiele von überliefert, aber das ist ein originales Mecklenburger Outfit. Ja, genau. Wo kommst du her? Ziro, Gesundheit, wo ist das? Das ist bei Wismar. Also auch hier in der Gegend und Bernd, du? Das Gleiche. Seid ihr hier geboren in Wismar und wenn ja, warum? Ich ja, wegen meinem Vater. Ja. Ich in Greifswald. Greifswald? Ja. Alles beides an der Ostsee. Greifswald war ich schon mal mit dem Schiff über den Greifswalder Bodden gefahren, bei Windstärke 6, war nicht so schön. Du bist ausgebaut, ne? Ja, zuweilen. Also wenn man in Greifswald geboren ist und hier in Wismar an der Ostsee lebt, muss man doch Bootsführerschein haben, oder? Ja, man musste. Das war die einzige Ecke schon zur DDR-Zeit, wo man frei segeln konnte, ja. ohne Pappe. Als ich eben hier an diesem Stand vorbeigegangen bin, habe ich gedacht, der Christian steht auf dem Podest. Dann gehe ich hier rum, steht gar nicht auf dem Podest. Das ist Christian, das ist Lotte. Lotte, was schenkst du hier aus? Schenken schon mal gar nichts, genau, so. Das ist auch so. Es gibt den normalen Honigmet, den Hanfmet, wir haben Kirschmet, wir haben Bier. Na, da hast du alles schon drin, ne? Du meinst bei von mir? Von der Stimme her. Von der Stimme her bist du schon seit 3 Tagen hier. Natürlich, ich hab's schon die ganze Woche schon gefühlt, ja. Nein. Wir sind ganz gut angekommen, oder? Christian, erzähl mir mal, wie steht ihr zusammen? Wie meinst du, wir stehen also erstmal grundsätzlich nebeneinander tatsächlich, ja? Wir arbeiten zusammen, wir ergänzen uns hier. Du bist Angestellter von Lotte. Sozusagen. Sie ist auch meine Frau, sie ist auch meine Lebensgefährtin. Also ich hab so, jetzt wird ein Schuh draus. Ich habe gar nichts zu melden, überhaupt nicht. Nicht auf Arbeit, nicht zu Hause. Dankeschön, danke fürs Mitmachen. Sie versteht es nicht, wir verstehen es. Ja. In der Tat. Wie läuft denn so ein Tag hier bei euch an? Feuchtfröhlich in der Tat. Ne? Du siehst ja, die Leute kommen an, die haben Durst, die haben Hunger, die wollen die Ritterspiele sehen, die sind natürlich animiert, ne? Da gibt es ja richtig schön Schacht mit Schild und Schwert und dann muss natürlich ein Met reinkörpern, dann sind sie hier bei uns genau richtig. Ja. Met, Bier, Odinbier, ne? Honigbier. Ja. Möchtest du eins? Wer fragt, der gibt nicht gerne. Wieso denn nur eins? Wir sind zwei. Lotte, zwei Honigbier für die Herrschaft. Aber nee, komm, lass sein. Ich will das nicht, doch will ich. Oh, das hier ist Christian und Christian ist Barde. Ja, das ist richtig. Du spielst da gerade ein Lied. Ist das Mittelalter, Lala? Es ist als Rundtanz auch im Mittelalter für die Skala typisch, darf man sagen. Für die Skala? Welche Skala? Die ist doch in... Du hast Myxolydes, du hast Aelisch. Ja, Gesundheit. Das geht. Dankeschön. Ja. Du rennst jetzt hier rum, du hast auf dem Rücken, hast du noch ein Instrument? Ja, das ist richtig, eine Sister.
Schon wie, du bist erkältet, ne? Ja, das ist auch richtig. Ja. Oh mein Gott, es ist eine Langhalslaute. Eine Langhalslaute, jetzt wird da ein Schuh draus. Was macht die anderes als die? Ist halt Laute. Lauter. Ja, nein, ja, und sie ist größer und sperriger. Und wenn ich hier über dem Markt mit dem schlendrigen Gang, welchen ich ja drauf habe, andere Leute mit diesem großen Instrument ärgere, dann, naja, dann fühlen sie sich geärgert. Ja, und das, deswegen habe ich auch die... Irgendwann mal die Kunst. Aber interessiert mich gar nicht, hol die mal raus. Mach mal Lala damit, mit der Laute. Mach mal laute Lala. Jetzt? Nee, nächste Woche, natürlich jetzt. Ja, nächste Woche, Junge, was ist falsch bei dir? Fühl dich nicht ein, ja. Mäuschen, hier nimmst du. Dankeschön. Ich habe auch drauf Es gibt Leute, die mitdenken. Du bist eine. Wo? Wo? Anne denkt mit. Anne ist eine tolle. Kennst du Anne? Dann ja. Anne Fresse. Anne Fresse. Ja. Und das ist eine Laute? Ja, das ist richtig. Eine E-Laute. Was spielt man da für Musik? Das Gleiche. Aber das hört sich doch nicht mittelaltermäßig an. Nee? Sehr gut. Dankeschön. Und gehst du öfter auf Mittelaltermärkte oder nur mit deiner Musik? Für Thorsten, welcher ja hier der Veranstalter ist, sehr gerne seit dem letzten Jahr ersten Ostermarkt auf seinen Mittelalterfest hier in Wismar. Euer. Das trifft es, das ist ja unser. Ja. Wer ist fürs Volk? Ja. Und machst du auch in der Band irgendwie noch andere Lala? Ich mache... Ja, privat mache ich Musik unter dem Künstlernamen Papa Christian, weil mein Sohn irgendwann mal sagte, Mensch Papa, ich habe dich mal gesucht auf Alexa. Ich sage, und nicht gefunden? Nee, nicht gefunden. Ich sage, was hast du gesagt gehabt? Ja, ich habe gesagt gehabt, Alexa spielt Musik von Papa. Und nicht gefunden? Nee, nicht gefunden. Ich habe aber auch Papa Christian gesagt, ja, sag ich, dann muss ich Musik für dich aufnehmen. Und seit 2 Jahren, wo ich keine Band mehr habe, seitdem habe ich ein Projekt am Laufen, das heißt Papa Christian. Letztes Jahr habe ich Wikinger Metal gemacht, davor war, ja, für Punkrock hat es gereicht, seit letztem Jahr hatte ich Wikinger Metal. Und dieses Jahr fasse ich etwas, da ich auch Dudelsack spiele, mit Folkrock an. Ich habe jetzt nicht zugehört. Ja, so Papa Christian, kannst du nachhören im Nachhinein. Okay. Ich würde sagen, du spielst uns noch ein Liedchen. Ich habe auch zu viel Kaffee getrunken, aber ja. Kaffee? Du hast da falsche Tablette genommen. Ich bin ja auch immer der, der sagt, nee, trinken darf ich nicht. Ich blamier mich sonst. Ja? Ja, kriegst einen Kaffee. Ja, Kaffee ist super. Und dann trinkst du noch einen Kaffee und dann trinkst du noch einen Kaffee. Was spielst du? Der labert also. Ja! Das war's hier aus Wismar vom Mittelaltermarkt, eingeladen von Anne und Erik Struckmeier. Wir schauen uns jetzt gleich noch die Feuershow mit den Pferden an und dann heißt es für uns auch die Klappe, die letzte fällt. Wir haben uns sehr wohl gefühlt bei euch. Dankeschön. Es war sehr schön hier. Ihr habt uns gut verköstigt hier, auch meinen Kameramann und mich auch. Anne, wie sieht's aus mit dem Umsatz? Okay. Ich kann mich nicht beklagen. Das hören wir immer gerne. Ja. Ihr habt ja jetzt noch 2 Tage hier, ne? Ja, wir haben noch 2 Tage. Morgen und Montag dann nochmal. Und wie fühlst du dich jetzt, als nachdem dein Eheversprechen wiederholt wurde? Super. Ehrlich? Total kaputt, aber super. Ja. Aber wir haben festgestellt, sie sagt immer, der Herr im Haus ist Erik, aber wir haben festgestellt, wenn Erik was möchte und Anne was anderes möchte, was passiert dann? Dann wird das gemacht, was du sagst. Es ist ja mein Stand. So kann man das auch. So kann man das auch nicht immer. Da geht's schon wieder los. Also wer weiß, wie es weitergeht. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bleiben Sie munter und wir sehen uns mit Sicherheit bald wieder. Tschüss hier aus Wismar. Bis dann. Ciao.
Striptease. So machen wir das. Genau, du musst sie. Wieso hoch? Ja, Erik. Nicht so. Denk dran, du hast dein Hörnchen und dein Mein Kuchen. Hörnchen habe ich, da denke ich schon dran. An mein Hörnchen. Okay, zwei Hörnchen. Nein, nein, nein. Zwei Hörnchen. So, dann machen wir jetzt. Halt das mal. Jetzt. Was ist jetzt? Jetzt darfst du. So, das hier ist Jödur. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja. But I think it is too small. Wo bin ich denn? Da geht noch viel. Was? Aber mir geht's doch gerade schlecht. Jetzt hat die da Kundschaft drin. Also ich habe so jetzt gerade. So, jetzt gerade war mein Gang. Wir sind noch nicht so weit. Doch, wir sind so weit. Ich habe für mich bestimmt. Du bist immer noch gar nicht so weit dran. Warte eben. Der ist wie. Halbbeat-Glocke. So. Jetzt. Hallo! So, jetzt fang einfach an zu duddeln. Entschuldige, selber schuld jetzt. So. Spiel einfach. Ich spiel. So, das hier ist Christian und Christian ist Barde. Ganz kurz. Jetzt mach endlich, ich muss kacken. Was? Was brauchen wir? Wir brauchen einen Hocker. Haben wir ja schon. Ja, das war's hier aus Wismar. Wir gehen jetzt. Das war's noch nicht aus Wismar. Du kannst da fuchteln, wie du willst. Sehen tue ich dich nicht. Du musst schon was sagen. Los! Prost. 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 Ja. Mensch, Thomas. Natürlich darf er auch. Gut. Das war's hier aus Wismar. Thomas, ruhig jetzt doch. Lass ihn mal moderieren. So. Nee. Thomas. Er ist angefangen mit so. Ja, das sagen wir nämlich nicht. Moment, warte mal. Das ist nur für die Outlets, ne? Ja, das war's hier aus Wismar vom Mittelaltermarkt. Eingeladen wurden wir von Erik und Anne Struckmeier. Was ist denn nun wieder? Was ist? Kannst du mal vernünftig sprechen? Ja, hab ich doch. Baby, ah, du lallst angeblich. Okay. Ja. Das heißt hochdeutsche, gut, vernünftige Sprache. Hol du mal jetzt Luft. Ja. Ich bin auch gut zu vögeln, danke. Gib's ihn auf, Wasser. Was ist der Unterschied zwischen deiner Frau und Mineralwasser? Mineralwasser kriegt man auf dem Still. Richtig, deine Frau nicht. Aber schweig! Das ist gut so. Hast du gesehen? Ja, und das ist gut so. Ja. So, ja. Kontenance. Ja. Das war's hier aus Wismar vom Mittelaltermarkt, eingeladen von Erik und Anne Schruckmeier. Man sagt immer zuerst die Frau und nicht den Mann. Ist doch scheißegal! Hey, hör mal auf jetzt! Jubel! Jubel! So, geht's denn noch? Erst die Frau, ne? Ja, ist okay. Das war's hier aus Wismar vom Mittelaltermarkt, eingeladen von Anne und Erik Struckmeier. Wir schauen uns jetzt gleich noch die Folge.